Guten Tag, Herr Pollner. Nehmen Sie bitte Ihr Platz. Sie müssen als Zeuge hier die Wahrheit sagen. Wer das nicht tut, der macht sich strafbar. Sie heißen Lukas Pollner, 21 Jahre alt. Sie wohnen in Köln. Jawohl. Sie sind ledig, Barkeeper, nicht verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten. Ihre Freundin, die Merle Daum, die wird ja beschuldigt, sie soll einen Gasgrill in der Wohnung ihres Vaters in der Küche in Betrieb gesetzt haben, um ihren Vater zu töten. Letzten Endes war aber der Herr Wiedemann in der Wohnung und der ist schwer verletzt worden. Ja. Erzählen Sie doch mal, wie Sie an dem Morgen, oder was können Sie überhaupt sagen zu dem Morgen? Ja, klar. Ich meine, ich habe Sie an diesem Morgen, das muss so gegen kurz nach 7:30 gewesen sein, kurz nach 7:30 zu Ihrem Vater gebracht. Sie hatte ihr Portemonnaie vergessen, beziehungsweise hat es an dem Morgen nicht aufgefunden und sie war ja an dem Vorabend bei ihm, bei Andreas, und ist dann davon ausgegangen, dass es auch dort liegt. Sind Sie dann gemeinsam mit ihr in die Wohnung von Herrn Reinert? Das muss ich dementieren. Ich habe unten im Auto verweilt. Sie war allerdings auch nach 2 Minuten wieder da und hatte natürlich ihr Portemonnaie dabei. Ist sie echt davon ausgegangen, dass sie ihren Vater oben in der Wohnung antrifft? Ja, sie ist davon ausgegangen, dass er in der Wohnung ist, weil er hatte eine Nachtschicht und würde dann im Bett liegen zu der Uhrzeit. Und sie hatte sich am Vortag 50 Euro von Jackie geliehen, das ist ihre beste Freundin. Ja, die möchte sie natürlich direkt wieder begleichen, die Schulden. Ganz direkt wollte es begleichen. Sie wollte ganz direkt in die Wohnung, das glaube ich. Aber nicht, um irgendwas zu begleichen, um irgendwas aus dem Portemonnaie zu holen, sondern um einen Mordanschlag zu begehen. Auf Ihren eigenen Vater. Jeglichen Widrigkeiten zum Trotz muss ich Sie leider enttäuschen, Herr Staatsanwalt, und Ihnen die Luft aus den Segeln nehmen. Ja? Sie hat definitiv niemanden töten wollen bzw. können, weil sie einfach nicht dazu in der Lage ist. Des Weiteren hätte ich Sie auf dem Balkon sehen müssen, wenn es so gewesen wäre. Wissen Sie, Sie enttäuschen mich überhaupt nicht. Sie sprechen hier genauso, wie ich es erwartet habe. Ich kenne die Akte, ich weiß, was Sie bei der Polizei erzählt haben. Hier haben wir das Haus, von dem wir reden. Warum sind Sie da geparkt? Erzählen Sie es mal. Gut, zeig ich's Ihnen. Ja, hier direkt unter der Wohnung quasi. Da haben Sie gestanden. Ja. Schön. Und? Ja, ich hätte es wunderbar sehen müssen, wenn Sie mich fragen, Herr Staatsanwalt. Sie hätten sehen müssen, wenn Sie hochschauen würden. Wann haben Sie hochgeschaut? Haben Sie da hingeschaut? Haben Sie da die Genickstache bekommen und gesagt, jetzt gucke ich mal die nächste Zeit nur noch auf den Balkon? War das so? Nein. Nee, aber ich sag mal, wenn sich was bewegt hätte, hätte ich es gesehen, Herr Staatsanwalt. Gespürt wahrscheinlich. Wenn Sie auf dem Balkon gesehen haben, haben Sie gesehen, ob zu dem Zeitpunkt der Gasgrill auf dem Balkon stand? Voraussichtlich gehöre ich nicht zu der Personengruppe, die, sag ich mal, während des Beobachtens fremder Balkone explizit auf einen Gasgrill achtet. Aber könnte schon sein. Wenn jemand überhaupt ein paar Sekunden mal auf eine Stelle nicht schaut, kann er gar nichts mehr sagen darüber, ob jemand auf dem Balkon war oder nicht, ob ein Gasgrill da stand oder zwischendurch da stand. Sie können gar nichts sagen, verstehen Sie? Nichts können Sie sagen. Wissen Sie was? Ich kann wohl unterscheiden, ob sich da irgendwas bewegt oder sonstiges oder ob da ein stumpfer Gegenstand sitzt. Verdammt nochmal. Wie war sie denn drauf, nachdem sie zurückkam ins Auto? Sie war total normal an dem Tag. Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Also sie ist einfach ein Mensch, der für sowas einfach nicht in der Lage ist. Und erzählen Sie uns doch noch ein bisschen mehr über Ihre Freundin. Ja, ich kann nur sagen, gerne. Merle ist ein super netter Mensch und engagiert sich für soziale Projekte, geht für die alten Damen aus der Nachbarschaft einkaufen, leitet eine Theatergruppe von der Unterstufe und organisiert dementsprechend auch irgendwelche Vorführungen auf der Kinderstation vom Krankenhaus. Ich bitte Sie. Wer sowas macht, der kann doch niemanden töten wollen. Jeder Mensch ist dazu in der Lage. Verstehen Sie, das Bild, was Sie hier zeichnen, deckt sich überhaupt nicht mit dem, was ich hier ermittelt habe. Es passt überhaupt nicht zu der Mandantin, zu der Angeklagten. Entschuldigen Sie bitte. Über Sie habe ich mich ein bisschen schlau gemacht. Sie sind ja ein interessanter Typ, ungewollt interessant vielleicht. Interessant fand ich zum Beispiel, dass Sie Ihr Studium geschmissen haben. Ich wüsste nicht, was das hier zur Sache täte. Also stimmt es, ja? Haben Sie es geschmissen? Ja, ich habe Ihr Fahrt? Ja, bitte? Ich habe BWL studiert und das lag mir nicht, die ganze Rechnerei. Ich meine, und? Rechnen ist gut, Geld will man auch zählen. Vom Papa kam das Geld noch, hat das eingestellt, die Zahlungen? Ja, ich meine, das tut doch hier trotzdem nicht zusammen. Sie haben doch Geld verdient. Oben steht mir ein Freund in der Kreide. Liege ich richtig? Ich hab einen Barkeeper-Job, ja. Ich krieg meine Kohle und ich kann das ganze Zeug wieder abbezahlen. Könnten, wenn Sie wollten. Haben Sie doch nie vorgehabt. Sie wollen sich doch vom Acker machen, oder? Was wollen Sie von mir? Das sagen ganz Sie. Ehrlich, was hat das ganze Zeug hier mit diesem Fall und mit Merle zu tun? Sie stellen mir keine Fragen, weil ich hier die Fragen stelle. Ich weiß, dass es ein offenes Geheimnis in Ihrem Freundeskreis ist, dass Sie so schnell wie es geht nach Neuseeland wollen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ja, ich irgendwann, wenn... Ja, wir wollten da irgendwo mal zusammen hin. Warum nicht gleich mit dem vielen Geld des Vaters? Warum nicht gleich? Haben Sie nicht gerade gehört? Das Ganze soll erst nach Ihrem Studium passieren. Und wenn Sie das Ganze... Ich meine, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Es macht viel Sinn. Warum sollten Sie Ihren Vater sofortig umbringen? Es macht viel Sinn, wenn man sich mal E-Mails anschaut, die Sie schreiben. Hier an einen Julian, einen Neuseeländer, einen jungen Neuseeländer, dem Sie sagen, vielleicht könnten Ihre Pläne schon viel früher in die Tat umgesetzt werden, als Sie es noch vor kurzem vorstellen könnten. Sinngemäß, auf Englisch geschrieben, sagen Sie, wenn alles klappt, dann wird meine Freundin nichts Geld haben. Und das Geld ermöglicht uns, ganz bald einen Besuch nach Neuseeland zu machen. Das habe ich so nicht gehört. Ist das Ihre E-Mail, frage ich Sie. Haben Sie die geschrieben an diesen Julian aus Neuseeland?
Da steht das drin, was ich eben gerade frei zitiert habe. Das muss ein Missverständnis. Also so war das nicht gemeint. Ich meine. Haben Sie es geschrieben? Ja, ich. Vielen Dank, Dankeschön. Ja, nach meinem Abi wollten wir hin. Wir wollten uns alles mal selber ansehen. Und mit dem Geld Ihres Vaters. Haben Sie nicht gerade gehört? Ich meine, Sie möchte ich das habe jetzt gar nicht Sie gefragt. Nein, ich wollte meinen Vater fragen, ob er Geld uns leihen kann für die Tickets. Ja, warum hast du das nicht getan? Ich habe mich nicht getraut. Merle. Ich wollte einfach nicht unverschämt sein und einfach auf den richtigen Zeitpunkt warten. Hören Sie doch auf, in diese liebende Tochter zu spielen. Entschuldigung bitte, Sie wollten Ihren Vater töten, das haben Sie sich getraut und Ihr Freund war Mitwisser im Zweifel. Wenn Sie das wirklich denken würden, Herr Staatsanwalt, dann frage ich mich, warum Sie den jungen Mann nicht gleich mit angeklagt haben. Allein schon, dass Sie das nicht getan haben, zeigt doch nur, dass Ihre wilden Spekulationen hier nichts anderes als Verunglimpfungen meiner Mandantin und Ihres Freundes sind. Ja? Mit Fakten können Sie ja nicht dienen. Gut, Fakten können wir vor allem durch Zeugenaussagen hier erlangen. Gibt es noch Fragen? Keine Fragen, vielen Dank. Danke, dann bleiben Sie unvereidigt. Lore Kunz, bitte schön, der Zeuge kann hinten Platz nehmen. Guten Tag, Frau Kunz. Hallo. Nehmen Sie mal bitte vorn Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeugen die Wahrheit sagen müssen. Wer das nicht tut, der macht sich strafbar. Mhm. Vorsorglich 55 StPO. Sie müssen auf Fragen nicht antworten, wenn Sie sich belasten könnten. Sie heißen Lore Kunz, 28 Jahre alt. Sie wohnen in Köln, sind ledig, Friseur, nicht verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten Merle. Nee. Sie sind die Lebensgefährtin von Andreas Reinhardt. Ja, wie man es nimmt. Denn seit die da aufgetaucht ist, haben wir ziemlich Stress miteinander. Und ich verstehe einfach nicht, wie Andreas nach wie vor noch zu ihr halten kann, zu diesem Miststück. Da wunderst du dich, dass ich auf Abstand gehe? Nein, Moment, das lassen Sie mal. Woher kommt denn die Abneigung? Na hallo, immer na dieses Zimtzige versucht, meinen Andreas umzubringen. Trotzdem sind Sie wahrscheinlich in der Lage, das alles zu sagen, ohne ausfallen zu werden, oder? Ja. So, und jetzt erzählen Sie mal, was können Sie zum Morgen des 15. November 2012 sagen? Ja, also der Andreas und ich, wir wohnen ja in einem gemeinsamen Haus. Und ich musste an diesem Tag zum Blut abnehmen und bin deswegen schon 7:30 los. Und da kam mir Merle im Treppenhaus also entgegen, die es wieder mal nicht nötig hatte, mich zu grüßen. Ja, entschuldige, ich habe dich nicht gesehen, weil ich mein Portemonnaie holen wollte. Ich war in Eile. Vergiss es, Mädel. Ich falle auf deine Unschuldsmasche nicht rein. Ich habe dir von Anfang an nicht getraut. Da wunderst du, dass ich auf Abstand gehe? Ich wollte mit Zeit mit meiner Tochter in Ruhe verbringen. Weißt du was? Meine Gefühle sind im Gegensatz zu dem Gör hier wenigstens aufrichtig. Aber das ist ja scheinbar einseitig. Oder warum habe ich nicht gewusst, dass du stinkreich bist? Ach, ich dachte, wir wären glücklich gewesen, auch wenn wir keine großen Sprünge leisten uns können. Gut, ich denke auch, eine wirklich glückliche Beziehung sollte auch nicht auf materiellen Dingen aufbauen, oder? Sie müssen nicht denken, dass der Kerl mir auch nur im Ansatz irgendwas Hübsches geschenkt hat. Ein paar Blumen zum Geburtstag, ja, und... Und Parfüm und Pralinen. Ja genau, Parfüm aus dem Discounter. Ach, wie edel. Ich träume seit Jahren von einmal Urlaub auf den Malediven. Und was kriege ich? Urlaub auf Balkonien. Das ist das Einzige, was drin ist. Na, ich verstehe, dass Sie verärgert sind. Aber wissen Sie, das darf nicht dazu führen, dass Sie meine Mandantin hier falsch belasten. Ich belaste hier niemanden falsch. Ich habe doch gesehen, wie sie sich die Treppe hochgeschlichen hat. Gut, sie hat allerdings nie bestritten, dass sie kurz in der Wohnung ihres Vaters war. Ja, aber wie wär's denn damit? Anfangs wollte sie ja gar nichts von ihrem Vater wissen. Das hat sich nämlich erst schlagartig geändert, als sie mitbekommen hat, dass bei ihm was zu holen ist. Hör auf! Das stimmt nicht. Mein Freund Andreas war tagelang durch den Wind, als Merle überhaupt erst mal aufgetaucht ist. Er war fix und fertig, als sie sich ewig nicht gemeldet hat. Ja und? Wissen Sie, wie das ist, wenn man sich ein Leben lang einen Vater wünscht, sich vorstellt, wie er wohl sein könnte? Und dann ist es einfach soweit und... Das wird einfach alles zu viel. Ich habe einfach eine Panik bekommen. Nee, ich kann mir das nicht vorstellen. Weil du kannst nicht einfach auftauchen und dann wieder in der Versenkung verschwinden, als ob nichts gewesen wäre. Es geht das nämlich war nicht immer meine Absicht. Lass gut sein, Lore, mein Gott. Ich habe 18 Jahre mich nicht drum kümmern können. Jetzt habe ich sie und ich kann mich drum kümmern. Wer hat sich denn ein Bein ausgerissen, nur damit sie sich ja wieder mit dir trifft? Zum Deppen hast du dich gemacht vor ihr, mit ihr shoppen gewesen, zum Friseur gegangen. Ja, und mich hast du regelrecht versteckt vor dem feinen Fräulein. Ich hab dich nicht versteckt. Du hast direkt abgeblockt. Ich habe überhaupt nicht abgeblockt. Kaum hatte das Mädel nämlich den Schlüssel, ich habe bis heute noch keinen, das will ich mal sagen, da hat sie ihm heimlich die Bude auf den Kopf gestellt. Wetten, dass die nach Kohle gesucht hat? Woher hätte sie denn von dem Geld wissen sollen? Weil Andreas, ich kenne ihn ja ein bisschen, hat sie bestimmt verplappert vor ihr. Weil er wollte ja nur nicht als Versager vor seiner heißgeliebten Merle dastehen. Lore, ist gut, ja? Hör auf. Gab es denn einen Zeitpunkt, an dem die Angeklagte, sagen wir mal, ihre Zurückhaltung aufgegeben hat? Ja, also an dem einen Abend hat mich Andreas in die Pizzeria ausgeführt. Kommt ja nicht so oft vor. Ja, und da hat er erst rumgedruckst, dass jetzt Merle irgendwelche Kontoauszüge gefunden hätte. Ich habe das gar nicht so richtig kapiert. Also er meinte, jetzt müsste er mir Bescheid sagen, dass ich auch nicht die Wahrheit weiß. War doch mehr als fair von mir, oder?
Oh, wie scharf. Toll. Ich habe am Anfang gar nicht geschnallt, was er damit gemeint hat. Weil ich ja dachte immer, der hat eh keine Kohle. Weil mir hat er mal erzählt, dass er seine Eltern irgendwie unterstützen muss. Ach, komischerweise haben die sich nie blicken lassen. Ich hatte eh kein gutes Verhältnis zu denen. Die hatten eh alles versoffen. Ja, aber warum hast du mich angelogen in jeder Beziehung? Ihr steckst du alles vorne und hinten in den Hintern und dann hast du sogar noch ein Testament wegen der gemacht. Was ja grundsätzlich keine schlechte Sache ist. Ich nehme an, Sie wurden auch bedacht. Das dachte ich ja eigentlich auch. Also wurden Sie nicht bedacht? Nee. Muss ja nicht leicht für Sie gewesen sein, ne? Immerhin sind Sie ja schon lange mit Herrn Rainer zusammen. Ja. Auf Sie war immer Verlass und plötzlich taucht dann die Tochter Ihres Freundes auf. Und da fühlt man sich wie das fünfte Rad am Wagen. Da könnte ich ja fast verstehen, dass man sich aus Enttäuschung schon rächen will. Deswegen mal eine Frage. Haben Sie den Grill vom Balkon in die Küche geschoben und angezündet? Ey, jetzt kommen Sie mir aber nicht so. Die Zeugin hat keinen Schlüssel zur Wohnung, hat sie uns gerade gesagt. Ne? Fingerspuren am Grill haben wir nicht gefunden und die Alibi ist handfest für die Tatzeit. Aber Sie kommen mit dem, was Sie verstehen alles können hier. Ne? Wo waren Sie denn genau? Ja, das habe ich ja schon mal gesagt. Wie gesagt, ich war auf dem Weg zum Arzt. Ich hatte 7:45 einen Arzttermin und bin pünktlich da gewesen, leider nicht pünktlich drangekommen und war dann erst so kurz nach 8:30 draußen. Und mein Magen ging mir echt fast bis zu den Knien, weil ich hatte totalen Hunger. Durfte ja nichts essen wegen dem Blut abnehmen. Und dann bin ich halt direkt in das Stehcafé um die Ecke gegangen. Und da habe ich Andreas da getroffen. Und wie ist denn das Treffen verlaufen? Ja, also Andreas und ich, wir hatten uns wieder mal in den Haaren. Andreas hat komplett auf Durchzug geschalten, bis ich auf einmal Merles Namen erwähnt habe. Und dass sie halt zu ihm hochgegangen ist. Der hatte mich angeschaut, alles direkt stehen und liegen lassen, hat die Beine in die Hand genommen und ist gerannt. Ey, sie hätten mal sehen sollen, wie der wegen dem Mädel springt. Das heißt, Ihr Freund hat sofort reagiert, als er gehört hat, dass seine Tochter in die Wohnung hoch ist? Ja, denn die ganze Zeit ist er ja im Café rumgestanden. Ich habe noch gesagt, also ich habe mir noch gedacht, wie kann man nach einer Nachtschicht nicht einfach sich aufs Ohr legen wollen? Da gibt man sein Bett noch so dem windigen Typen wie dem da. Aber das hat Alex nichts gemacht. Erst als er gedacht hat, dass Merle... Ich habe Ralf einen Gefallen getan. Ich wollte ihn nicht stören. Er hat da geschlafen. Ja, aber als Merle da war, war dir das egal. Du hast sogar deinen Café stehen lassen. Das lässt du, machst du sonst nie. Aber von diesem übereilten Aufbruch Ihres Freundes haben Sie bisher noch überhaupt nichts gesagt. Bei keiner Vernehmung. Nein, ich habe nicht gedacht, dass es überhaupt eine Rolle spielt. Das kann sogar absolut wesentlich sein. Herr Heinert, sind Sie so überstürzt aufgebrochen, weil Sie vielleicht gedacht haben, Ihre Tochter Merle könnte in Gefahr sein? Was für eine Gefahr? Wussten Sie, dass in Ihrer Wohnung Kohlenmonoxid austritt? Was ist denn auf Haben Sie den Grill angezündet? Was ist an dem Morgen passiert? Das ist die Frage. Wieso bricht ein Vater auf plötzlich, als er hört, dass seine Tochter auf dem Weg in die Wohnung ist? Ganz schnell. Das war mir klar. Ich habe wieder alles verbockt und... Du Drecksau! Ich wusste, dass das schief geht und... Und ein wie dich habe ich die ganzen Jahre gedeckt. Was geht hier ab? Jetzt pack ich auch aus. Aha, da gibt es also doch ein Geheimnis zwischen Ihnen beiden, richtig? Ja, sieht ganz so aus langsam. Trotzdem nehmen Sie mal wieder Platz, Herr Wiedemann. Jetzt erzählen Sie mal. Ich war überglücklich gewesen, dass Merle mich endlich gefunden hat. Und warum musste Ralf jetzt auftauchen? Was hatte das eine mit dem anderen zu tun? Ich musste verhindern, dass Ralf der Merle alles erzählt. Er hätte mich sonst todsicher erpresst, wenn er gewusst hätte, dass ich Geld habe. Das hat er eben auch schon gemacht. Ich weiß gar nicht, von was der spricht. Hey, was geht denn hier ab? Was war denn jetzt an dem Morgen? Ja. An dem Morgen. An dem Morgen war ich kurz nach 7 selbst in der Wohnung gewesen. Ich hatte den Grill dann angezündet. Ich weiß nicht, was für ein Scheißteufel mich geritten hat. Hat angezündet und... Und er, wo war er? Er in der Wohnung, er war wie immer besoffen und war am Pennen und ich weiß nicht, ich wollte einfach nur Zeit mit meiner Tochter verbringen. Sie war endlich zu mir gekommen und ich, warum kommt er jetzt? Jetzt packe ich aus, das ist dir ja wohl klar. Überlass das mal mir. Ich habe damals in der Lehre die Unfallsautos vertickt mit ihm zusammen. Ich habe die ganzen Gutachten getürkt. Ich glaube. Sie als Lehrling? Ja, ich als Lehrling. Haben Sie alles gemacht? Ich habe die... Tachos manipuliert, ich habe den Lack gut aufpoliert, ich habe den Innenraum gut und sauber gemacht, ich habe die Unterbodenschutz habe ich gemacht, ich habe so viele Dinge da gemacht. Die Kunden sind richtig darauf abgefahren, wenn sie ein schönes Auto gesehen haben und daher habe ich 25% von ihm bekommen und daher hatte ich auch die ersten 20.000 D-Mark. Aber dann sind 3 Personen bei dem Unfall mit einem dieser getürkten Unfallautos ums Leben gekommen. Ja, und davon träume ich heute noch. Das geht mir nicht aus dem Kopf und dann steht er plötzlich vor der Tür nach 17 Jahren. Und verlangt und erpresst mich, verlangt Geld von mir. Ey, das mit den Autos ist ja schon echt mehr als
abgrundtief schlecht, mal ganz ehrlich. Aber warum hast du ihm nicht einfach die Kohle gegeben? Ich meine, du hast sie doch. Ich hatte Angst gehabt, dass er Merle alles erzählt. Sie sollte stolz auf mich sein, wie ein Vater. Schatz, kann das vielleicht sein, dass deine Mom davon wusste? Ich hätte mich nie auf den Scheiß eingelassen, mein. Das sollte nicht denken, dass ich ein Versager bin. Dann soll Ihre Tochter jetzt stolz sein. Stolz, dass sie für Sie in die Bresche springt. Das frage ich mich nämlich, wenn ich Ihnen so zuhöre. Kann es das sein, wenn Sie einfach Unfug jetzt erzählen, um Ihre Tochter zu schützen? Frage ich Sie. Wer hat denn je gesagt, dass Sie ein Versager sind? Sie, Ihre Mutter, Ihre Mutter. Die waren damals, Ihre Mutter hat damals eingeredet, dass ich ein Versager bin und dass ich das nicht schaffe. Und deswegen habe ich immer... Das heißt, diesen Deal hat es gar nie gegeben, den Sie behauptet haben? Es hat nie einen Deal gegeben. Nein, es hat keinen Deal gegeben. Warum hast du dich einfach aus dem Staub gemacht? Merle, ich wollte damals deine Mutter heiraten. Ich habe mir echt den Arsch für euch aufgerissen und sie wollte nie was von mir wissen. Versteh doch bitte. Jetzt hast du ja mich. Deshalb musstest du Autos manipulieren? Weißt du, ich komme aus armen Verhältnissen, weißt du, und ich wollte nicht, dass ich als Versager mehr gelte und sollte stolz auf mich sein. Versteh das doch bitte. Tut mir leid. Das kann ich nicht. Tja, Herr Reinhardt, ich bin zumindest mal froh, dass Sie mit der Wahrheit rausgekommen sind und nicht in Kauf genommen haben, dass Ihre Tochter hier heute unschuldig ist. Das ist genau die Frage, Frau Verteidigerin. Ich möchte gerne wissen, ob das die Wahrheit ist von Ihnen, Herr Reinhardt, oder ob Sie jetzt Ihre Tochter nur schützen wollen, weil Sie sie so lange im Stich gelassen haben. 18 Jahre lang haben Sie sie sträflich vernachlässigt. Jetzt hören wir noch, dass Sie immer als Versager gefühlt haben. Ist das Ihre Motivation, uns jetzt hier diese Geschichte zu erzählen von der Täterschaft, von Ihrer Täterschaft? Nein, es ist... Ich weiß nicht, was... Sie hat 18 Jahre, 18 Jahre lang, steht sie plötzlich vor der Tür. Sie hat nie gezahlt. Sie hat es nicht verdient gehabt. Sie ist meine Tochter. Ja, ja, das habe ich mitbekommen. Ja. Also noch eine Frage vielleicht an Herrn Wiedemann. Wollen Sie zu dem Entwurf der Erpressung was sagen? 55 StPO, Sie müssen sich nicht belasten. Ich weiß überhaupt gar nicht, was der da erzählt. Keine Ahnung. Okay, noch Fragen? Keine Fragen. Dankeschön, dann bleiben Sie, Frau Kunz, unvereidigt. Nehmen bitte den Platz, genauso bleibt der Herr Reinhardt und der Herr Wiedemann unvereidigt. Ja, dann bitte Frau Kramer noch möchte Jungdurchziffe. Ja, also ich habe in meinen Gesprächen mit Merle Sie als eine sehr empfindsame junge Frau kennengelernt, die völlig hin und her gerissen ist einfach im Moment. Da ist zum einen der plötzlich aufgetauchte Vater, den sie sich jahrelang immer gewünscht hat, und die Mutter, von der sie wahnsinnig enttäuscht ist, dass sie eben ja die Identität ihres Vaters nie preisgegeben hat. Und ich bin überzeugt davon, dass Merle zum Tatzeitpunkt wirklich mit diesen ganzen Gefühlen nicht umgehen konnte. Und das spricht für mich auch für einen Mangel an der Reife, an der Entwicklung der Reife, die schon vollkommen oder noch nicht vollkommen vollzogen ist. Und deshalb würde ich im Falle einer Verurteilung zur Anwendung von Jugendstrafrecht raten. Danke, Frau Kramer. Vorbestraft ist ja bisher nicht BZR und Erziehungsregister ohne Eintrag. Weitere Erklärungen? Keine, danke. Dann schließe ich die Beweisaufnahme, Herr Staatsanwalt, bitte. Buskrieg, Frau Verteidigerin, die Angeklagte war zur Tatzeit am Tatort. Sie musste ja unbedingt ihr Portemonnaie holen. Die Fingerabdrücke an der Tatwaffe haben wir auch. Und wir haben eine schöne E-Mail ihres Freundes. Er träumt von der Ferne und schreibt einem jungen Neuseeländer sinngemäß, wenn alles klappt, dann wird meine Freundin demnächst Geld haben und du kannst bald mit unserem Besuch rechnen. Auf gut Deutsch ging es ums Erbe. Wunderhübsche 150.000 Euro standen da im Raum. Mittlerweile war die Angeklagte ganz frisch Alleinerbin gewesen, so stand es im Testament. Und dann hat nur eine Personenverwechslung dazu geführt, dass der Falsche den Anschlag erleben musste. Das Motiv ist aber ganz klar, es ging darum, Kohle machen zu können. Das Motiv, warum der Papa versucht, in die Bresche zu springen, ist auch klar. Das schlechte Gewissen hat ihn da gerufen. 18 Jahre hat er kläglich versagt und nichts für seine Tochter getan, was seine verdammte Pflicht gewesen wäre. Jugendrecht findet ja Anwendung, auch ich sehe Reifeverzögerung. Zwar war das alles ganz, ganz skrupellos, aber ich sehe, dass hier nicht nur kühle Berechnung eine Rolle gespielt hat, sondern natürlich diese ganze Familienproblematik. Ganz große Verbitterung bei der Angeklagten. Das hat dazu geführt, dass sie gesagt hat, ich hole mir mein Geld und mein Vater ist mir jetzt irgendwo ein Stück weit egal. Da sehe ich Reifeverzögerung, komme hier zu einer Jugendstrafe wegen versuchten Mordes, wegen gefährlicher Körperverletzung von 3 Jahren und 6 Monaten. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsanwalt, Frau Verteidigerin. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt. Ja, ich hoffe, Herr Staatsanwalt, dass Sie mit Ihrer Beweiswürdigung hier alleine im Saal stehen. Ich komme hier nicht zu einer Verurteilung. Haben Sie eigentlich nicht mitgekriegt, dass da jemand gestanden hat, und zwar die angeklagte Tat? Haben Sie auch nicht mitgekriegt, dass das lauter detaillierte Schilderungen waren? Und haben Sie vielleicht auch versäumt, was die Zeugin Kunz hier gesagt hat? Ja, und zwar zum allerersten Mal, was man aus der Akte gar nicht ersehen konnte, was am Morgen des Tattages passiert ist, als sie ihn zufällig und unerwartet im Café getroffen hat. Als sie ihm zufällig erzählt hat, dass sie Merle getroffen hat, da ist er aufgesprungen und hat gedacht, Merle ist in Gefahr, er war in Panik. Was sollte diese Aussage anderes beweisen, als dass er wusste, was in seiner Wohnung los war
und als dass er allein dafür verantwortlich war. Und haben Sie vielleicht auch noch mitgekriegt, wie meine Mandantin zum Schluss auf dieses Geständnis reagiert hat? Nicht erleichtert, sondern ganz enttäuscht. Ich beantrage Freispruch. Danke, Frau Verteidigerin. Weil Sie können selbst noch was sagen. Sie haben das letzte Wort. Ich bin fertig. Ich kann nichts sagen. Dann zieht sich die Kammer zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Die Angeklagte Merle Daum hat freigesprochen. Sie ist für die erlittene Untersuchungshaft aus der Staatskasse zu entschädigen, der auch die Kosten des Verfahrens und den notwendigen Auslagen trägt. Nehmen Sie bitte Platz. Da geht noch der Beschluss. Der Haftbefehl des Amtsgericht Köln vom 17.11.2012 wird aufgehoben. Ja, stimmt schon. Sie hat den Motiv und die ganzen äußeren Umstände deuten durchaus darauf hin, dass es hätte gewesen sein können. Insbesondere diese ominöse Mail nach Neuseeland, dass sie bald zu Geld kommen wird. Und natürlich könnte das Geständnis des Vaters ein cleverer Versuch sein, einfach seine Tochter zu beschützen. Clever deswegen, weil dem Vater als Retter das sogenannte Rücktrittsprivileg zugutekommt. Das heißt, er wird nicht wegen Tötung verurteilt, wenn er verhindert, dass die Tat am Ende vollendet ist. Und das hat er getan und deswegen wird bei ihm nur eine gefährliche Körperverletzung herauskommen. Aber das war doch gar nicht seine Idee, uns auf eine falsche Fährte zu führen. Seine Freundin, die Frau Kunz, hat eher beiläufig erwähnt, dass er, als er gehört hat, dass die Tochter oben in der Wohnung sei, wie von einer Tarantel gestochen, hoch ist. Ja, weil er wusste, sie ist in Gefahr. Ja? Und Entschuldigung, aber die Frau Kunz, die ist nun mal wirklich glaubwürdig, weil die hat so eine Abneigung gegen die Angeklagte, dass sie der bestimmt nicht helfen will. Und deswegen ist das Geständnis ihres Vaters glaubwürdig und sie natürlich heute hier frei zu sprechen. Gegen das Urteil können Sie allerdings noch innerhalb einer Woche Revision einlegen. Ja, ganz seltsam, hm? Herr Reinhardt. Da haben Sie ein richtiges Vermögen und leben in ärmlichsten Verhältnissen. Eigentlich schön, wenn man ein Vermögen hat und nichts braucht und mit sich zufrieden ist. Blöd, wenn man Vermögen betrügerisch erworben hat und es deswegen nicht zeigen kann. Und wenn man ein Vermögen anhäufen will, nur um zu beweisen, dass man kein Versager ist, dann allerdings zeugt der größte Reichtum von einer inneren Armseligkeit. Freude ist die Hauptverhandlung geschlossen. Da die Beteiligung an den Betrugsfällen bereits verjährt ist und er mit der Rettung von Ralf Wiedemann wirksam vom Tötungsversuch zurückgetreten ist, wurde Andreas Reinhardt lediglich wegen gefährlicher Körperverletzung und unrechtlicher Falschaussage zu einer Bewährungsstrafe von 2 Jahren verurteilt. Ralf Wiedemann wurde wegen versuchter Erpressung und unrechtlicher Falschaussage zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 4 Monaten verurteilt.